Heute möchte ich euch einen Mann des Glaubens, St. Augustinus von Hippo, vorstellen. Er war ein Bischof von Hippo gewesen. Und wir lernen heute hier, wie Gott ein totes Gebein lebendig gemacht und ihn als ein überaus großes Herr Gottes aufgestellt hat. In seinem Buch Bekenntnisse, ein Zitat möchte ich vorlesen. Zu dir hin hast du uns erschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ja, wie Gott einen unruhigen Mann auch den wahren Frieden mit Gott geschenkt hat. Heute möchten wir kennenlernen. Der Leitvers, Hesekiel 37, 10, möchten wir zusammen lesen. Ja, bitte. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Herr. Ja, er ist geboren. Momentchen. Ja, er ist geboren am 13. November 354, ca. 1600 Jahren in Tagaste, heutige Tunesien. Und er hieß eigentlich Aurelius Augustinus. Und als ihre Mutter 22, also ihre Mutter heißt Monika, 22 Jahre alt war, seine Mutter heißt Monika und sie war tiefgläubig. Und sein Vater, Patricius, er war ein römischer Beamter gewesen. Und sein Ziel, er wollte, dass sein Sohn auch eine Karriere macht. Und auch er setzte seine Hoffnung auf Augustinus. Ja, er hatte auch noch einen Bruder und eine Schwester, aber er war ein Hoffnungsträger für seine Familie. Ja, 371, das heißt, als er 17 Jahre alt war, etwas jünger als Daniel geht, für sein Rhetorikstudium wurde er in Karthago, nach Karthago gegangen. Aber er führte aber dort ein ausschweifendes Leben. Er konnte freizügig sein Leben führen, und er konnte zu Partys gehen und auch Freunde kennenlernen, Freundinnen kennenlernen. Und und er dachte, dass er frei sein könnte und sein Leben genießen könnte. Und er hatte auch erstaunliche Begabung als Rhetoriker, und sogar er konnte einen öffentlichen Schuldigen sogar freisprechen durch seine Sprachkunst. Er konnte so die Ungerechtigkeit verteidigen, aber er wurde ein Wappen der Ungerechtigkeit sozusagen mit seiner Fähigkeit. Ja, als er 18 Jahre alt war, konnte er sogar eine uneheliche Beziehung eingehen und ein Kind haben, Adeodatus. Das bedeutet von Gott gegeben. Aber das war ja nicht von Gott gegeben, wegen seiner Begierde, wegen sein sündiges Leben. Ja. Das war eine Frucht. Seine Mutter, Monika, war fast nahe verzweifelt. Sie konnte nur weinen
und weinend beten. Und in dem Alter wurde sein Vater, sein Augustinus Vater Patricius wurde gestorben, aber Monika betete für ihren Mann mit 1. Petrus 3, 1, 2. Damit auch die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gebunden werden, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Ja, sie diente ihrem Mann geduldig und demütig, sodass ihr Mann auf dem Sterbebett auch die Taufe empfangen und Taufe empfangen konnte. Ja, sie konnte die Bekehrung ihres Mannes durch ihr beharrliches Gebet, durch ihr Tränen auch Umgebung vorbereiten. Ja, als sie so verzweifelt war, weil Augustinus auch in, mit seiner Fähigkeit ein sündiges Leben zügig führte, sie betet beharrlich für die Umkehr und betete vor allem, dass Gott ein gottverherrlichendes Leben führen, als Gottes Knecht auch ein neues Leben führen könnte. Und Bischof Ambrosius in Mailand ermutigte sie, die Kinder, deren Eltern beten, können keinesfalls auf den falschen Weg gehen. Ja, Monika betete ohne Unterlass für diesen John mit viel Tränen. Ja, er war stets auf der Suche nach der Wahrheit und er konnte aber als er 22 Jahre alt war, sogar als Rhetoriklehrer für 8 Jahre tätig sein. Ja, aber in dieser Zeit beschäftigte er sich mit Manichäismus bis zum Alter von 30. Manichäismus, er war fasziniert mit Manichäismus, weil sie ihm bietete die Antwort auf sein tiefstes Problem, nämlich quälende Frage: Warum tue ich böse Dinge? Ja, er beschäftigte sich und konnte damit nicht recht kommen. Denn die Manichäer sagen: Es ist nur dein böser Leib. Für den trägst du aber keine Verantwortung. Konzentriere dich allein du, eine gute Seele. Ja, Seele ist gut, aber Leib ist böse. Darum darfst du sündiges Leben führen. Du trägst keine Verantwortung. Ja. Im Alter von 31, er geht als Professor für Rhetorik nach Mailand an den römischen Kaiserhof. Ja. Er war so fähig und auch sehr berühmt. Er wird durch, aber in dieser Zeit kam er diese Berührung mit dem berühmten Bischof Ambrosius. Er wurde von ihm sehr inspiriert. Er wollte eigentlich nur seinen Predigt rhetorisch analysieren, ja, wie theologische Predigten und auch von ihm lernen, aber ganz nebenbei öffnete Gott sich bei ihm sein Herz und Gott öffnete seine Augen für die Bibel, weil er dachte früher, die Bibel ist nicht interessant und auch nicht rhetorisch genug. Aber Gott öffnete sein Herzensaugen durch die Predigt von Ambrosius und durch sein Leben. Ja. Er konnte auch klar werden, diese Zusammenhänge finden, sodass er auch, den Wunsch bekommen hatte, ein verändertes Leben zu führen. Aber hin und her wurde er gerissen. Er lebte in dieser Phase, aber er lebte einen Gott, der sich ihm zuwendet. Ja, im Alter von 32, als er hin und her gerissen war und auch mit Tränen, auch suchte, damals beschäftigte er sich mit dem Brief von Paulus und las auch Römerbrief
Und er hat die Stelle liegen lassen. Als im, ja, in dieser Zeit hat er in diesem Bekenntnis, in diesem Buch geschrieben. Ich möchte vorlesen. Ich setzte mich unter einem Feigenbaum, ließ meinen Tränen freien Lauf. Plötzlich hörte ich eine Stimme aus einem benachbarten Haus. Ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen sang immer wieder den Satz: Nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies. Tolle Lege, tolle Lege. Ja. Er schlug die Bibel auf und las Römerbrief 13, 13, 14. Lass uns Erben leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn, Jesus Christus, sorgt für den Leib, nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Dieses Wort wurde der Wendepunkt seines Lebens. Er tat Buße mit Tränen und nahm Jesus als Christus und Retter auf. Ja, er brauchte gar nicht mehr zu verzweifeln und zu zweifeln, sondern er konnte ein neues Leben beginnen mit der Kraft des Wortes und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, das ist, wo er getauft wurde. Ja, im Alter von 33 wurde er von Ambrosius in Mailand getauft mit seinem Sohn Adeodatus. Und auch mit seinem Freund, einem engen Freund, Alipius. Ja. Das heißt, in dieser Zeit konnten sie sehen, wie Gott in seinem Leben so mächtig gewirkt hat, wie er ein totes Gebein auch lebendig gemacht hat. Und wurden seine Verwandte und auch Bekannte, die mit denen er zusammenlebte, wurden auch sehr inspiriert und öffneten ihre Herzen für das Werk Gottes. Ja, er war auch entschlossen, nach Nordafrika zurückzukehren, dort ein gottgefälliges Leben als Diener Gottes zu führen. Ja, auf dieser Heimreise im selben Jahr verstarb seine Mutter Monika im Alter von 56 Jahren in der Hafenstadt Ustia. Ja, er wurde Bischof von Hippo mit 42 Jahren und wenn wir hier sehen, Monikas Tod, kurz vor ihrem Tod erfuhr die Gebetserhörung. Fast über 30 Jahre lang betete sie für die Umkehr ihres Sohnes. Ich möchte ein Zitat vorlesen. Mir, mein Sohn, macht auf dieser Erde nichts mehr Freude. Was tue ich hier noch? Warum bin ich noch hier? Da meine Hoffnung für diese Welt ihr Ziel erreicht hat. Eins war es sonst, warum ich noch in diesem Leben eine Zeit lang zu bleiben wünschte, dass ich dich noch als guten Christen sehe, bevor ich stirbe. Dies hat mein Gott mir über mein Bitten gewährt. Da ich dich jetzt, das irdische Glück verachten und Gott dienen sehe, was soll ich hier noch tun? Sie erfüllte als Gebetsmutter ihre Missionsstab mit 56 Jahren. Ja, wir sehen seinen Einfluss. Sein neues, er führte ein heiliges Leben täglich mit Buße. Das können wir in seinem Buch Bekenntnis lesen. Er hat ganz ausführlich geschrieben von seiner Jugend, von seiner Kindheit, wie er ein sündiges wie er sündig war, aber wie Gott ihn zum Glauben an Jesus geführt und ihn verändert hat. Ja, er wurde in Hippo in Algerien, heutige Algerien, Missionsleben als ein Bischof und seine Theologie beeinflusste die Lehre fast aller westlichen Kirche, der katholische oder auch evangelische. Ja, er hatte die Grundlage im Mittelalter bis zu heute gelegt. Wie Martin Luther und John Wesley und Calvin. Ja. Seine Werke sind Confessions, Bekenntnisse
Und auch vom ersten katholischen Unterricht, den wir auch jetzt bis heute auch benutzen. Und der Civitate Dei und Doctrina Christiana und auch vom Glauben von den Werken und 15 Bücher über die Dreieinigkeiten. Ja, mehr als 100 Bücher und 240 Briefe hat er hinterlassen und seine Predigt 500, mehr als 500. Ja, er starb am 28. August 430 in Hippo Regius. Ja, in dem Bekenntnis von Augustinus schrieb er über seine Mutter: Lieber Vater, wenn ich dein Sohn bin, dann nur, weil du mir eine solche Mutter gegeben hast. Ich glaube und bin überzeugt, dass es vor allem das Gebet meiner Mutter war, dass Gott mir den Geist gab, nicht zu wollen, nicht zu denken, nichts außer der Wahrheit zu lieben und das Streben nach Wahrheit zum Besten zu machen. Ja, durch ihn lernen wir die Macht des Wortes kennen. Ja, Hebräerbrief 4,12 sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mach und Bein. Und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ja, Gottes Wort hat die Macht, auch unsere Gedanken zu verändern, auch mit der Kraft des Heiligen Geistes und des Wortes. Und wie wir heute über die Botschaft gehört haben, auch die toten Gebeine lebendig machen. Wie hier der Peter gepredigt hat: Höre des Herrn Wort. Noah, höre des Herrn Wort. Genesis 6,9. Ja. Da lernen wir auch hier den Einfluss einer betenden Mutter. Treues Gebet einer Mutter hat ihren Mann, ihren Sohn gerettet, nicht nur, sondern hat eine dunkle Generation beeinflusst, den ganzen Kontinent mit dem Evangelium verändert. Ja, das Gebet einer Mutter auch verändert Schicksal, auch ihre Kinder. Als geistliche Eltern dürfen wir auch unsere Gebete für unsere Kinder und Hoffnungsträger niemals aufhören. Eine betende Mutter wie Monika für St. Augustinus und eine betende Hausgemeinde von Zacharias Elisabeth hat verändert auch ihre Kinder zu den großen Männern und Frauen des Glaubens. Ja, die Personen kann auch den Weg Jesu vorbereiten, viele zur Umkehr zu Gott führen, die Welt verändern. Was ich lerne ist, an das Wort Gottes zu glauben und durch den Glaubensgehorsam zu den toten Gebeinen zu sprechen und beharrlich, ohne zu berechnen, ohne nicht auf die Lage der Kinder oder der Hoffnungsträger zu schauen und verzweifeln, sondern beharrlich zu Gott zu beten, Gott kann, weil Gott tote Gebeine lebendig machen kann. Ja, durch den Glauben an die Macht des Wortes, weil Gottes Wort lebendig kräftig ist, darf ich auch zu den toten Gebeinen sprechen, auch mit der Kraft des Gebetes. Auch den Schicksal der Hoffnungsträger Olaf, Kai, Irina, Patrick, Birgit, Robert, auch die Stände an der Hochschule von Rhein-Sieg auch verändern. Ja, ich lerne, dass Gott unser beharrliches Gebet erhört, auch für Kinder Noah, David, Andrea, dass Gott sie zu einem Mann des Gehorsams, zu einem Mann nach dem Herzen Gottes, zu einer Frau des Gehorsams als auch Leiter aufstellt, Deutschland und Europa geistliche wiedererwecken kann. Ja, gemäß Genesis 15, 5 und 6, Johannes 12, 24, beten wir als geistliche Eltern, unser Leben für die geistliche Nachkommen viele hinzugeben. Ja, wir sehen hier, wie Gott durch sein lebendiges Wort unter den nächsten Generationen in der Zeit der Krise, auch in der Pandemiezeit so mächtig gewirkt und sie als ein überaus großes Herr Gottes aufgestellt hat. Ja, lesen wir den Leitvers, Hesekiel 37, 10, mit der Hoffnung und mit dem Glauben zusammen. Bitte. Und ich weiß, sagte, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Herr. Ja,
Dankeschön.